Hallo, in diesem Video möchte ich den Zusammenhang zwischen der Laplace-Transformation und der Fourier-Transformation grafisch darstellen. Dazu habe ich mir Folgendes ausgedacht. Ich habe eine abklingende Sinusschwingung genommen als Beispiel und habe dann im Internet nachgeguckt, was für eine Laplace-Transformierte hat denn eine abklingende Sinusschwingung. Abklingende Sinusschwingung habe ich deshalb genommen, weil ich weiß, dass so ein System, was eine abklingende Sinusschwingung hat, ein stabiles System ist. Gut, das habe ich also gemacht und dann habe ich diese Funktion, also die Laplace-Transformierte, zeichnen lassen, in Blau. Wobei das natürlich nicht die Laplace-Transformierte ist, denn die Laplace-Transformierte ist ja eine komplexe Funktion und komplexe Funktionen kann man gar nicht plotten. Das ist natürlich nur der Betrag. Genauso kann man dann noch die Phase plotten, wenn man Lust hat und Zeit hat. Ja, also das haben wir ja schon gelernt, das muss man beachten. Das Blaue ist also nicht die Laplace-Transformierte, sondern der Betrag der Laplace-Transformierten. Ja, das reicht uns aber, man kann ja schon schön sehen, wo die Pole sind. Und das ist ja mit das Wichtigste. So, jetzt haben wir ja gesagt, dass die Fourier-Transformation ein Sonderfall ist der Laplace-Transformation. Das ist, ich sag mal, nur so halb richtig oder zu 90%. Da muss man nämlich etwas beachten. Und zwar können die ja nicht, kann die Fourier-Transformation ja kein Sonderfall der Laplace-Transformation sein, weil beide Transformationen ja eine unterschiedliche untere Integrationsgrenze haben. Die Laplace-Transformation beginnt bei 0, die untere Integrationsgrenze ist 0 und bei der Fourier-Transformation ist die minus unendlich. So, um jetzt doch noch sagen zu können, dass die Fourier-Transformation ein Sonderfall der Laplace-Transformation ist, kann man zwei Sachen machen. Entweder man nimmt die sogenannte zweiseitige Laplace-Transformation, die gibt es wirklich und die hat auch Anwendungen, und da ist eben die untere Integrationsgrenze minus unendlich, so wie bei der Fourier-Transformation, und dann darf man sagen, die Fourier-Transformation ist ein Sonderfall der Laplace-Transformation. Ja? Wir haben allerdings die zweite Möglichkeit gewählt, das kann man auch machen. Da sagt man einfach, man betrachtet die Fourier-Transformation eines kausalen Systems, das heißt, das Signal beginnt erst bei 0, ja, und dann ist die untere Integrationsgrenze auch 0, beziehungsweise ich kann die dann auf 0 setzen. Ja, und dann habe ich die gleiche Integrationsgrenze bei der Laplace-Transformation und der Fourier-Transformierten. Beide sind nämlich dann gleich 0. Die untere Integrationsgrenze ist dann bei beiden gleich 0. Ja, also wir wählen die zweite Methode. Ich fasse nochmal zusammen. Die zweite Methode wählen wir. Wir betrachten bei der Fourier-Transformation nur ein kausales System, beziehungsweise bei der Laplace-Transformation. Ja, beide Integrationsgrenzen sind also gleich, und zwar jedes Mal von 0 bis unendlich. Gut, nachdem wir diese Einschränkung gemacht haben, beginnen wir jetzt mit der eigentlichen Erklärung, beziehungsweise ich zeige euch erstmal, was haben wir denn hier. Ich drehe das mal so ein bisschen, so jetzt kann man es besser sehen. Wir haben hier eine reelle Achse, die geht von links nach rechts. Und eine imaginäre Achse, die geht von vorne, also da, wo wir drauf gucken, nach hinten. Ich nehme mal einen anderen Zeiger. Also nochmal, reelle Achse, die geht hier. Na, ich drehe es mal ein bisschen, dann sieht man es besser. Wir gucken mal unten drunter. So, so kann man es besser sehen. Die reelle Achse geht von hier nach rechts und die imaginäre geht von vorne, wo wir drauf gucken, hier nach hinten weg. Ja, das ist also eine komplexe Ebene. So, da haben wir also drüber eingezeichnet, also gelb ist die komplexe Ebene. Darüber haben wir in Blau eingezeichnet die Laplace-Transformierte einer abklingenden Sinusschwingung. Das kann man auch sehen, und zwar, ich drehe das mal und wir gucken von oben drauf und dann seht ihr, das ist ein Pol-Null-Stellendiagramm. Ja, da sieht man also zwei Pole, das ist also eine Sinusschwingung. Und die sind in der linken Halbebene, das heißt, die Sinusschwingung klingt ab.
Passt also, am Pol-Null-Stellendiagramm sieht man sofort, das ist eine abklingende Sinusschwingung. Ja, also das kennt ihr schon alle aus den Videos über Pol-Null-Stellenanalyse. Und wir fragen uns jetzt als nächstes, wo ist denn jetzt die Fourier-Transformation? Die soll ja ein Sonderfall sein. Und wenn die ein Sonderfall ist, dann muss die irgendwie eine Teilmenge von dieser blauen Fläche hier sein. Ja, und das ist sie auch. Und zwar ist das diese gestrichelte Kurve hier. Na, sieht man jetzt nicht, aber die geht so ein bisschen bergan und geht hier wieder runter. Na, hätte ich vielleicht besser größer zeichnen müssen. Oder wir drehen es mal hier von der Seite. Dann sieht man, das ist hier ja so eine Kurve, die hochgeht und wieder runter. Das ist die Fourier-Transformierte. Ja, das ist eine Teilmenge dieser blauen Fläche. Beziehungsweise, da habe ich mich versprochen, das ist natürlich nicht die Fourier-Transformierte, sondern der Betrag der Fourier-Transformierten. Wir können ja keine Laplace-Transformierte und Fourier-Transformierte zeichnen, ja, sondern nur Betrag und Phase, und das ist der Betrag. Ja, also ich fasse nochmal zusammen. Das Blaue hier, das ist der Betrag der Laplace-Transformierten, und für den Sonderfall, dass wir hier einen Schnitt machen, und zwar entlang der imaginären Achse, da erhalten wir eine gestrichelte Kurve, und das ist dann der Betrag der Fourier-Transformierten. Ja, die Fourier-Transformierte, zumindest der Betrag, ne, könnte man auch noch mit der Phase machen, die Fourier-Transformierte ist also eine Teilmenge, ein Teil, ein Sonderfall der Laplace-Transformierten. So, jetzt kann man sich ja noch fragen, warum erhalte ich ausgerechnet dann die Fourier-Transformierte als Sonderfall der Laplace-Transformierten, wenn ich entlang der imaginären Achse einen Schnitt mache? Warum nicht, wenn ich diagonal schneide oder entlang der reellen Achse oder sonst wie? Ja, warum erhalte ich ausgerechnet dann die Fourier-Transformierte, wenn ich entlang der imaginären Achse schneide? Ja, die Antwort ist einfach, da guckt man sich einfach nur die Laplace-Transformation und die Fourier-Transformation an. Bei der Laplace-Transformation, da steht im Exponenten die komplexe Zahl s, eine komplexe Zahl s, und bei der Fourier-Transformation steht da eine imaginäre Zahl. So, bei einer imaginären Zahl ist der Realteil gleich 0. Ja, und wenn ich die Fourier-Transformation haben will, muss ich also da einen Schnitt machen, wo der Realteil gleich 0 ist. Und das ist genau da, wo die imaginäre Achse verläuft. Ja, da ist ja der Realteil gleich 0. Ja, und deshalb führt ein Schnitt entlang der imaginären Achse zur Fourier-Transformation. Ja, und nicht irgendein anderer Schnitt. Gut, machen wir zum Ende nochmal eine Zusammenfassung. Wir wollten also zeigen, dass die Fourier-Transformation ein Sonderfall der Laplace-Transformation ist. Das ist allerdings nur dann der Fall, wenn man eine Einschränkung macht. Und zwar hat man da zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt die zweiseitige Laplace-Transformation. Ja, dann sind nämlich die Integrationsgrenzen gleich wie bei der Fourier-Transformation. Oder Möglichkeit 2, die haben wir gewählt, man betrachtet nur kausale Systeme, die bei 0 anfangen, dann hat die Fourier-Transformation die untere Integrationsgrenze 0, das heißt die gleiche wie bei der Laplace-Transformation. Ja, und wenn man diese Einschränkung gemacht hat, dann ist die Fourier-Transformation wirklich ein Sonderfall der Laplace-Transformation, und man findet die Fourier-Transformierte, indem man einen Schnitt macht, einen Schnitt durch die Laplace-Transformation, und zwar entlang der imaginären Achse. Ja, warum entlang der imaginären Achse? Da haben wir gesagt, bei der Fourier-Transformation, da steht ja im Exponenten keine komplexe Zahl, sondern eine imaginäre Zahl. Das heißt, eine Zahl mit dem Realteil 0. Und deshalb müssen wir da den Schnitt machen, wo der Realteil gleich 0 ist. Und das ist eben entlang der imaginären Achse. Ja, und dann musste man noch beachten, dass die blaue Funktion hier nicht die Laplace-Transformation ist, sondern der Betrag der Laplace-Transformation. Wobei ich mich wahrscheinlich selbst dreimal versprochen habe.
Ne? Denn wir wissen ja, komplexe Funktionen kann man gar nicht zeichnen. Aber was man machen kann, ist den Betrag zeichnen und die Phase. Ne? Wobei ich die Phase jetzt nicht gezeichnet habe, da war ich zu faul für. Ja, und folglich ist die gestrichelte Linie hier auch nicht die Fourier-Transformierte, sondern der Betrag der Fourier-Transformierten. Ja, und wenn ich jetzt die Phase der Laplace-Transformierten gezeichnet hätte, na, dann würde man da auch wieder so eine gestrichelte Linie drauf sehen. Na, das wäre dann die Phase der Fourier-Transformierten. Na, könnt ihr ja mal selber machen, hatte ich jetzt keine Lust zu. Ja, damit sind wir am Ende. Ich verabschiede mich, auf Wiedersehen.